Das haben Zurückweisung, Ablehnung und Lieblosigkeit dir angetan. Wusstest du, dass eine unglückliche Kindheit nie zu Ende geht? Sie hängt an uns wie ein tonnenschwerer Mühlstein, den wir niemals abschütteln können. Im Gegensatz zu einem geglückten Start ins Leben bringt uns das Gegenteil davon keinen einzigen Benefit. Lebenslang dauert das Hadern mit einem Aufwachsen im Schatten von toxischen Eltern oder solchen, die einfach nur unfähig oder unwillig waren, uns zu lieben. Nachholen kann man eine lieblose Kindheit leider nicht. Auch die Sache mit der Kompensation, etwa mit eigenen Kindern, ist eine schwierige Sache. Der einzige Mensch, der das Kind in dir an die Hand nehmen und trösten kann, bist du selbst. Dafür musst du dich diesem unangenehmen Thema jedoch erst einmal stellen. Woran du erkennen kannst, dass du in einem lieblosen Zuhause groß geworden bist, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Bevor wir nun starten, möchten wir dich einladen, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Du fühlst dich stets alleingelassen. Dein inneres Kind hat bis heute nicht nach Hause gefunden, wenn du dich immer noch alleingelassen fühlst. Selbst in einer Partnerschaft findest du keinen Halt. Und inmitten von scheinbar freundlichen und lieben Menschen fühlst du dich einsam und verlassen. Du spürst, dass es niemanden gibt, an den du dich im Notfall wenden könntest. Wirklich verlassen kannst du dich nur auf dich selbst. Das war immer so und wird immer so bleiben. Nummer 2. Das Imposter-Syndrom schlägt gnadenlos zu. Eines haben alle ehemaligen ungeliebten Kinder gemeinsam. Sie fühlen sich minderwertig und ungenügend. Wer mit dieser Wahrnehmung aufwächst, traut sich auch später im Leben nicht viel zu. Leider bleibt das auch dann noch so, wenn der Erfolg eigentlich ein ganz anderes Zeugnis ablegen würde. Diese Menschen sind überzeugt davon, nicht gut oder gut genug zu sein. Das Hochstapler- oder Imposter-Syndrom hat sie fest im Griff. Nummer 3. Immerwährende Unsicherheit begleitet dich. Frühkindliche Liebe und Anerkennung sind nicht nur aus emotionaler Sicht lebenswichtig für uns. Sie sind hauptsächlich Bestärkung und Orientierungspunkte. Wer Lob und Bestätigung erhält, kann ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Wurde dieser wichtige Schritt versäumt, bleiben Unsicherheit und Selbstzweifel lebenslang die treuesten Begleiter. Wer nie erfahren hat, was Applaus und Wertschätzung bedeuten, sucht ein Leben lang vergeblich nach den eigenen Stärken. Sie sind zwar da, aber bleiben unauffindbar. Nummer 4. Du ziehst die falschen Freunde an. Ein interessantes Phänomen im Leben ungeliebter Kinder ist dieses. Sie haben ein Händchen für die falschen Freunde. Einerseits sehnen sie sich natürlich danach, irgendwo dazuzugehören und würden wahrscheinlich alles dafür tun. Das macht sie zu leichten Opfern für zwielichtige Zeitgenossen. Andererseits haben sie nie gelernt, gesunde Grenzen zu ziehen und sich vor solchen Menschen zu schützen. Nummer 5. Eine Vorliebe für toxische Partner ist deutlich zu erkennen. Leider ist der Negativtrend in Sachen Umgang mit falschen Freunden nicht zu Ende. Auch was die Partnerwahl betrifft, neigen Menschen mit unglücklicher Kindheit zu Fehlgriffen. Hier liegen die Dinge aber ein wenig anders. Wir suchen uns als Lebensmenschen bevorzugt jene Charaktere aus, die uns bekannt und vertraut sind. Kinder von toxischen, aggressiven, lieblosen oder missbräuchlichen Eltern tendieren daher dazu, sich nach exakt solchen Partnern umzusehen. Die Geschichte wiederholt sich. Nummer 6. Andere Menschen instrumentalisierst du nach Belieben. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet dieses zweifelhafte Talent in ungeliebten Kindern schlummert? Sie entwickeln mit den Jahren tatsächlich eine beeindruckende Fähigkeit, andere für ihre Zwecke einzuspannen. Der Hintergrund? Wer nie gelernt hat, Grenzen zu setzen, erkennt diese auch nicht bei anderen Menschen. Das Geben und Nehmen sind dann für sie unerschöpfliche Bereiche, an denen man sich hemmungslos bedient. Nummer 7. Du lässt dich leicht ausnutzen. Auch umgekehrt wird ein Schuh aus dem Fehlen jeglicher Schutzbarrieren und Grenzen.
Erwachsene, die eine unglückliche Kindheit erleben mussten, lassen sich nur zu gern von anderen ausnutzen. Sie wollen um jeden Preis gemocht oder geliebt werden und dafür nehmen sie einiges in Kauf. Bedauerlicherweise sind diese Menschen es aber auch gar nicht anders gewohnt. Jeder zerrt und zieht nach Belieben an ihnen und sie machen mit. Nummer 8. Vertrauensprobleme pflastern deinen Weg. Es erstaunt natürlich nicht, dass Kinder, die Erwachsene ausschließlich als unberechenbare Risikofaktoren kennenlernen mussten, kein Vertrauen aufbauen können. Später im Leben ist es in diesem Fall leider oftmals zu spät oder es fällt den Betroffenen zumindest sehr, sehr schwer. Das Pflegen von Freundschaften und das Führen von Beziehungen steht daher unter keinem guten Stern. Wer seinem Umfeld ausschließlich mit Misstrauen begegnet, wird nur schwer Menschen finden, die sich wie ein Zuhause anfühlen. Nummer 9. Negative Selbstkritik als Dauerbeschuss. Wem es an Bestätigung durch Dritte zeitlebens gefehlt hat, tappt sehenden Auges in die Falle mit der Selbstkritik. Die inneren Kritiker haben dann nämlich von Kindheit an freie Bahn und wiederholen alles an Demütigungen und Beleidigungen, was diese Kinder einst über sich ergehen lassen mussten. Die meisten lassen auch als Erwachsene kein gutes Haar an sich. Sie geißeln und bestrafen sich im Geiste ununterbrochen. Sie verzeihen sich nichts und finden garantiert immer einen Grund für schonungslos negative Manöverkritik. Unser heutiges Fazit: Zu spät für deine Kindheit, aber nicht zu spät für die Liebe. Wenn du als ungeliebtes Kind den Start ins Leben antreten musstest, ist das sehr schade und traurig. Nichts und niemand kann dir deine Kindheit zurückgeben oder sie rückwirkend besser machen. Alles steht und fällt nun mit dir, aber das bist du sicher schon gewohnt. Kinder, die Ablehnung und Zurückweisung erfahren mussten, packen irgendwann das Leben bei den Hörnern und gehen ihren eigenen Weg. Dabei läuft nicht immer alles komplikationslos. Sie ziehen mit Vorliebe toxische Menschen an, die sie an die Vorbilder ihrer Kindheit erinnern. Ihre inneren Kritiker haben niemals Pause und Vertrauensprobleme und ein Händchen für die falschen Freunde sind Dauergäste in ihrem Leben. Ändern kann man eine misslungene Kindheit rückwirkend leider nicht. Aber du kannst es als Erwachsener besser machen. Einerseits gelingt dir das vielleicht mit deiner eigenen Familie und andererseits kannst du Menschen an deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Jedes Mal, wenn du einem unglücklichen Erwachsenen dabei hilfst, den Grund für sein Leiden zu erkennen, reichst du deinem inneren Kind die Hand. Du heilst dann immer ein Stück weiter, indem du andere auf diesem Weg begleitest. Vielen Dank und bis bald!